Ja, hallöchen, moin ihr Baggerluten. Warte mal, der kann aus hier, ne? Yo, kann er. Eieieiei. Ja, heute mal. So kennt ihr mich wie die letzte Zeit aus dem Let's Play, aber es ist alles wieder da und es ist alles wieder heil. So, und jetzt kann ich auch was sehen. Moin! Ha, schön, schön, wer ist denn da? So, immer kurz mal nachgucken. Wer ist denn jetzt überhaupt hier und wer ist denn jetzt überhaupt nicht hier? Wen habe ich denn da? Ich habe die liebe Zack Saravre, hallöchen, den Freaky P84, auch du, moin du Bagalut, und den lieben Tarnier. Tarnier, du warst beim letzten Mal schon mal da. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich freue mich, dass du da bist. Dann können wir uns ja kennenlernen. So, was ist denn hier schon los? Na, und hoi hoi, ja, habe ich gesehen. Hallo, alter Sack. Du bist kacke. Du bist und bleibst kacke. Passt das so mit der Lautstärke? Ich glaube, es müsste eigentlich soweit alles passen, oder? Hört ihr mich? Könnt ihr mich sehen? Ach ja, wir haben ja 10 Sekunden versagt. Warum bin ich denn jetzt... Ah, okay, alles klar. Alles klar. Jo, kann ich das Video hier auch... Hide Video Preview. So, sehr gut. Verbergen. Alles klar. Dann ist hier alles und läuft alles. Castellato ist auch da. Du tauscht auf und ich schütt mir einen heißen Kaffee über. Es heißt tauchen. Und zweitens wolltest du vielleicht ja im Kaffee tauchen. Das weiß man ja nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt nur, man hat aber keine Ahnung. Oh Gott, wie sehe ich denn wieder aus hier? Aber fette Powerlocke, Friese auf Doom. Und natürlich zwei Sachen dürfen wie bei jedem Livestream nicht fehlen. Ah, ich grüße dich, Tania. Moin, jetzt weiß ich Bescheid. Zwei Sachen dürfen bei jedem Livestream nicht fehlen. Erstens, der Energy. Und das Kynup-Glas. Könnt ihr das eigentlich sehen? Warte mal. Mach mal so. Könnt ihr das eigentlich sehen? Hat meine Arbeitskollegin für mich mal gemacht. Als Dank, weil ich ihren Laptop halt gerettet und fertig gemacht habe. Über mehrere, weil es voll kompliziert war. Ist cool, ne? Oh, so ein bisschen erkennt man den Greenscreen dadurch, aber ist gar nicht schlimm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Kashi. Ja, Kashi. Als ich das gesagt habe, warst du noch nicht da. Ich habe dich gerade eben begrüßt. Wir haben hier, wie du weißt, der ungefähr 20 Sekunden Versatz. Mann, Mann, Mann. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ein bisschen was vorbereitet an Games. Und zwar ein paar sehr witzige Sachen. Natürlich fällt mir jetzt gerade ein, dass ich noch Links kopiert haben wollte. So viel dazu. Eine Sache werde ich jetzt direkt hier... Keine klaren Namen hier, Ole. Mensch. Ole und Gerold. Und Chris. Und Sarah. Ey, ich kenne die ja alle. Das ist ja irre, ist das ja. So. Gott, das ist ja schon... ich möchte einmal zu Beginn erst nochmal sagen, ich werde jetzt nebenbei den Link einmal kurz für euch raussuchen, aber ich möchte zu Beginn einmal sagen, dass wenn wir hier heute genug Leute kriegen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Das bedeutet, am besten jetzt Hacken hinterherhauen, Leute nochmal Bescheid geben. Wir wollen ein bisschen was erreichen, wir wollen ein bisschen was machen und ja, ja, so ist das dann quasi. Also, gibt ein Gewinnspiel und ich habe sowieso noch ein paar Fragen für euch vorbereitet. Das machen wir aber später. Wir starten jetzt erst einmal mit Folgendem. Wenn er jetzt hier mal bitte schön macht. Ja, danke schön. Games Freeware. Ihr könnt euch, eine Sache könnt ihr euch schon mal runterladen. Ich glaube, das werde ich vielleicht einfach mal machen hier, das. Ein Spiel, was ich heute auf jeden Fall spielen werde und wo einer von euch mir helfen darf, gerne, wäre dieses Spiel. Und das ist Super Crate Box Together. Super Crate Box könnt ihr euch direkt, glaube ich, über... Ja, das könnt ihr euch auch über Steam runterladen, Super Crate Box, aber nur in der Singleplayer-Version. Hey, schön. Drei Freunde, denkst du nicht, das ist ein bisschen viel? Ich hab die Gitarre gar nicht hier, fällt mir gerade ein. Ach Mann. So, okay. Erstmal, bevor meine Stimme aber gleich weg ist, möchte ich gerne mal was trinken. Eieiei. So. Schön ist das hier.
Schön ist das hier und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und diesmal funktioniert es ja sogar. Na? Diesmal funktioniert es sogar, nicht wie beim letzten Mal. Deswegen ist ja heute dieser Livestream da. Damit kommen wir nämlich auch direkt schon einmal zu dem ersten Thema. Ihr kennt alle das Einhorn? Ihr kennt alle das Einhorn? Ich denke, ihr kennt das Einhorn. Meine erste Fanpost. Bin ich ja sehr froh. Und das erste Thema ist nämlich, es wird demnächst ein Format geben. Ein neues. Was ich mit einer oder einem anderen Let's Player zusammen gestalten möchte. Und es ist generell die Frage, ob ihr da Interesse dran habt. Frage ist, möchtet ihr so ein Format gerne sehen oder würdet ihr es euch angucken, wo zwei Sozialpädagogen miteinander verschiedene Themen diskutieren? Unter anderem nicht zwangsläufig irgendwas Politisches, sondern eventuell halt solche Dinge. Mensch, alles klar, wie war denn dein Start bei YouTube? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie ist die Bindung zwischen irgendwelchen tollen Leuten, also zwischen den YouTubern und Nicht-YouTubern und Zuschauern und all solche Sachen. Gibt's ganz viel, worüber man reden kann. Achso, Kashi, pass auf, also die Sache ist, ich weiß, vielleicht wurde es gerade nicht klar. Dieses Spiel, Super Crate Box, das könnt ihr euch entweder von der Seite runterladen, dann können wir das eventuell zusammenspielen, weil da ist nämlich, dieses Spiel hat nämlich einen Multiplayer. Oder ihr zieht es euch bei Steam und dann könnt ihr es im Singleplayer spielen. Und ich glaube, lokal im Koop. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Da gibt es dann, glaube ich, Workshop-Geschichten und sonst was. Jetzt habe ich das aufgemacht und nicht getrunken. Ich bin auch ein Held, ne? Passt denn alles mit der Lautstärke so bei euch? Ich hoffe und denke und meine, ja. So. Dann gibt es noch eins. Das sehe ich gerade. Das habe ich jetzt noch gar nicht eingestellt und noch gar nicht runtergeladen. Das werde ich jetzt mal nebenbei einmal kurz schnell tun. Aber ich habe Sachen vorbereitet für euch. Ich habe Sachen für euch vorbereitet. Und zwar haben wir heute so viele Spiele, da träumt der Führer von. Ja, er tut es. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ist das denn? Da ist es. Psst. Hallo Solduri e.V. Ach nee, passt steht da, nicht pst. Passt. Super. So, das möchte ich bitte einmal runterladen hier. Jo, er ist dabei. Das ist natürlich sehr gut. Oh, ich habe es anscheinend schon runtergeladen. Na egal, er ist dabei. Ah, passt alle. Das ist schön. Das freut mich, dass ihr da Interesse dran habt. Das finde ich super, das finde ich gut. So. Mal gucken, ob ich hier Leute habe zum Begrüßen, neue. Echo Esche ist auch da. Hallo, liebe Echo Esche. Und, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, aber vielen Dank für die Fanpost. Schmutzige Sachen, ich mache auch, es wird wahrscheinlich auch das Gespräch für schmutzige Sachen geben. Warum nicht? Warum nicht? Na, kann man ja mal schmutzig auch sauber besprechen. Nervkram, bin auf dem Land bei Mutter und mega schlechtes Internet. Liebe Echo Esche, hast du das Problem nicht irgendwie immer? Mal doof gefragt? Irgendwie ist das ganz oft. Achso, falls hier irgendwelche Leute wieder anfangen wollen, irgendwelche Sachen irgendwie mir Geld zu geben, damit ich mir Spiele kaufen kann. Es funktioniert wieder alles. Hoffe ich zumindest. Nein, sollt ihr natürlich nicht, ist Quatsch. Aber ich kann euch sagen, das nächste Ding, was kommen wird irgendwann. Ja, Einhorn, yay! Das nächste Ding, was kommen wird, ist auf jeden Fall, dass ich mal gucke, dass ich so langsam tatsächlich mal die Knete für einen Rechner spare. Nachdem ich natürlich ein paar Schulden bezahlt habe, etc. pp. Aber ich habe so einen Holzrechner, das ist grausam. Wenn ich sehe, was andere Leute machen können und es nicht nutzen, weil sie haben mega Rechner, aber keinen Bock oder Angst oder was auch immer, und es nicht machen und ich hier wirklich mach und tu und versuche und es klappt halt einfach nicht. Oh, die Powerlocke auf Doom. Guckt sie euch an, die Powerlocke. Okay, also, nochmal kurz Wiederholung. Genau, lieber Castellator, er hat es gerade schon geschrieben. Eine weitere Sache, die ich auch bald mit euch oder gleich auch mit euch spielen möchte, so in ein paar Minuten. Ihr könnt euch über Steam könnt ihr euch das Spiel T-Words runterladen. Ich schreibe es euch einmal kurz hier rein. Jo. Text. Das ist der Text.
Warum ist der Text so klein? Willst du mich notteln? Was soll denn das? E-Words, komm schon. Komm schon. Funktioniert wieder gut. Ja, möchte ich. Mann. Dann werde ich das eben noch einmal kurz selber nochmal hinzufügen. Das ist aber komisch. Ganz komisch. Jo. Auf einmal schnell den ganzen Stuff nochmal einstellen. Ah, man ist nie vor irgendwelchen technischen Schwierigkeiten gefeit. Warum auch? Na, warum auch? Nutze Umrandung. Jo, machen wir so. Dann machen wir den mal so und so. Da! So, ihr solltet das jetzt sehen. So schreibt man das. Ich starte jetzt nur für dich meinen PC, herzallerliebster Adni. Andy, ja, irgendwie Probleme habe ich meistens bei der... Dankeschön, Dude! Für einen neuen Rechner! Das musste gar nicht sein, das habe ich doch gesagt, das musste gar nicht sein! Das musste gar nicht sein! Ist ja die ganze Prominenz hier jetzt, wa? Ja, das ist, da kommt ja was. Das ist ja, ich bin selber total positiv überrascht. Also, das ist falsch. Hier, ihr seht es, da. Das Spiel, T-Worlds. Das ist ein kleines, witziges Game. Da kann man einfach mal gucken. Passt auf, ich zeige euch das noch auch einmal. Beziehungsweise, das wird wahrscheinlich jetzt das erste Ding sein, womit wir einmal starten. So, den mache ich wieder weg. Babys First House Fire, ja. Die Ordner anzeigen. La da 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 da. Na, wo ist der Ordner jetzt? Da ist der Ordner. Wunderschön. Zieh das mal bitte dahin. Ja, danke schön. Alright, dann können wir das hier schließen. Und wie gesagt, ich möchte euch jetzt gerne einmal T-Words zeigen. Das ist ein Spiel. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. Das könnt ihr euch bei Steam runterladen. Ihr seht ja, wie es hier ist, wie es hier aussieht und so, ne? Jo, ja, wo ist denn jetzt die Maus hin? Da ist die Maus. Maus! So, komm ran. So. Und ich switche meine Szene. Haha! Awesome oder was? Awesome oder was? Okay. Also, liebe Leute, wir wollen gucken, dass wir natürlich einen Server mit einem guten Ping finden und wo ein paar Leute schon drauf sind. Ich habe hier einen gefunden, der heißt einfach nur Ausrufezeichen POTS-TS-1 Team Deathmatch. Team Deathmatch. Auf der Map DM2. 9 von 16 Spielern. 41 Leute. Ihr könnt gerne mal gucken. So, was haben wir denn noch hier? Der Wintermancer ist auch da. Ich grüße den. So. Wir müssen ja mal schauen, dass du das auch richtig machst. Ja, lieben Dank, Soduri e.V. Ich hoffe, dass ihr auch immer schön auf mich brav aufpasst. So, vom Sound sollte, glaube ich, eigentlich auch alles klappen. Ein Doppelklick drauf und schon kann's losgehen. Wir sind kleine, niedliche Mummeln. So, und es geht eigentlich tatsächlich nur darum, wir sind jetzt die Roten. Ups. Wir müssen die anderen Viecher kapeistern. So, oh, und zwar die Blauen da. Aber erstmal brauche ich eine Waffe. Auf der rechten Maustaste hat man so einen richtig geilen Kletterhaken, wie ihr das hier sehen könnt. Ich hoffe, das läuft alles bei euch. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, ob das alles läuft? Hihi, schon den ersten Kapeister. Der war, glaube ich, AFK, aber das interessiert mich nicht. So wenig bis gar nicht. So, wo ist er hin? Linke Maustaste ist natürlich Schießen etc. pp. Nein! Oh, ich bin gleich platt. Oh, und ich habe schon wieder keine Munition mehr. Putz! Haha, noch gegeben. Huhuhuhu! Nice! So funktioniert dieses Spiel. Wie, Ton ausgemacht? Ne, ich habe den Ton nicht ausgemacht. Jetzt kriege ich hier überall schon Nachrichten. Dein komisches 8-Bit-Spiel läuft. Mein komisches 8-Bit-Spiel. Ja, noch ein bisschen mehr Bit hat er schon. Also ich würde schon tatsächlich auf 16 Farben tippen. Oh, jetzt ist das hier aber ein bisschen ruckelig. Na, was soll's. Leben ist halt hart und ungerecht. So, putz, putz,
Der war abgestaubt. Das interessiert mich gar nicht. Ach, das Spiel ist eigentlich tatsächlich ganz niedlich. Wow, wer ist denn da? Haha! Bam. Bloop. Nee, ich möchte gerne die andere Waffe. Es ist niedlich, es ist eigentlich... Wow. Da. Stopp! Ja, genatzt! Oh, verpiese dich doch mal, Junge! Ah, die ist leer! Wo bist du? So, der ist auch noch weg. Sag mal, jetzt steht der mir im Weg, der Typ. Der blockt mich. Ah, wie, nachdem du dich beschwert habe, läuft es? Wie, also ich habe hier nichts am Ton rumgemacht. Liebe Echo Esche. Eieiei. Ja, kapeißert. Kapeißert. Forget it. So, der ist weg. Wie ich gerade sehe, spielt Castellator jetzt auch schon T-Words. Haha. Das ist schön. Also gerne auf den Server kommen. Ich habe euch gesagt, wie der heißt. Ich glaube, ich kann mir den gar nicht mehr anzeigen lassen, oder? Steht das hier irgendwo noch? Nee. Oh, ich bin auf Platz A. Ich war gerade auf Platz 1. Oh, da war eine Waffe. Die. Ah, verdammt, ich 1. So, das sind meine hier. So. Na, wo sind sie? Wow. So, komm her. Man kann auch einen Doppelsprung machen, wer es nicht weiß. Sammler! Haha! Genatzt! Die ist leer! Komm her da! Ja, 3 auf 1. So machen wir das auch in der Schule immer. Also, früher. Und meistens war ich dann der eine. Okay, meistens war es einer, der mich verkloppt hat. Ein Mädchen. Aber das ist eine lange Geschichte. So, okay. Heute sind wir aber dran. Heute verprügeln wir Mädchen. Heute verprügeln wir kleine Mädchen. Die können sich nicht so gut wehren, habe ich gehört. Ist doch eigentlich auch eine Idee, oder? Ja, immerhin. Oh, irgendwie kann ich mal das Team wechseln? Ich würde gerne das Team wechseln. Nein, das mit dem Ton war auf dein Handy bezogen. Ach so. Nein, nein, nein. Ton ist aus. Es war der Ton für die Spende. Und es gibt noch einen für eine Spende. Ich würde ja nur erwähnen, es gibt noch einen anderen Ton für eine Spende über 10 Euro. Will ich nur erwähnen. Also wer neugierig ist. Also muss man ja nicht. Das ist ein Gegner. Man kann sich auch selber an den anderen Leuten festhalten. Das ist auch ganz witzig. Ah, jetzt hat der mich auch noch erledigt, aber ich bin immer noch auf Platz 1. Kühnub auf Platz 1. Nein, das ist meine Waffe. Verpiese dich da. Verschwinde! Ah, gut. Okay, mit dem Internet, das ist natürlich auch schön. Manchmal muss man sich so ein bisschen einfuchsen. Putz! In your face! Oh, Mensch, Leute! Abstauber. Ach, das ist ein kleines, niedliches Spielchen. So, kann man mal gucken, ob hier einer von euch schon irgendwo drauf ist? Braucht ihr vielleicht nochmal Sachen, wo der Server ist? Also das Spiel ist free-to-play, es ist klein und niedlich und es macht tatsächlich Spaß. Quake in noch schlechterer Grafik, aber es ist niedlich. Und es macht Spaß, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, oder? Hopp. Okay, die Waffe ist leer. Wir brauchen mal eine neue Waffe. Da, oh, wow! Wow! Ninja! Wie er abgeht? Also auf dem Server sind momentan... Ich sehe das gerade gar nicht. Ah! Nee, ich bin hier weg! Wo kommt der? Was wolltest du? So, putz! Na, immerhin. Latsche 94, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Grüß dich! Moin, du Baggerlud! Ah, Hilfe! Könnt ihr dem mal sagen, der soll aufhören, mit Granaten auf mich zu schießen?
Ich nämlich gehört, das ist ganz schön ungesund. Oh, da ist eine klasse Waffe, die will ich haben. Yo, weg ist er. Habe ich hier noch Munition drin? Ich sehe das gerade gar nicht. Ich bin tot. Oh, ihr habt alle so schlechtes Internet. Was ist denn los bei euch? Mann, 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 Mann. Nee, wir haben verloren. Aber ich bin immer wieder Platz 2. Die können hier alle nichts. Die können hier alle nichts. Ich krieg das schon mit. Aber Mensch, hier ist echt ein bisschen was los. Kann das angehen? Jetzt nervt er mich da. Kannst du mal bitte connecten? Oh, was? Der gehört zu mir. Ja, und jetzt... Oh, Leute! Sag mal, bist du... Du bist das! Ja, der Erste ist da! Grüß dich, Wintermancer! Schön! Ich wollte schon gerade was anderes sagen. Castellator, du bist, wenn du dich Castellator genannt hast, auch nicht bei mir auf dem Server. Aber der Wintermancer ist zum Beispiel bei mir schon auf dem Server. Ich verprüge den super! Super! Weggeklatscht! So, Kollege, du haust jetzt hier nicht ab. Ich glaub's ja nicht. Ja! Junge, so funktioniert das. Ich hab's voll draus. Voll drauf. Voll raus. Den Dreh raus und drauf. Das wollte ich gesagt haben und nichts anderes. Eieiei. Ist da eine Waffe für mich? Nee. Wow, wo hänge ich denn? Oh, ich hänge hier so ein bisschen rum. Nice. So, wow. Wie heißt das Game? Das Game heißt T-Worlds. So wie T und dann wie Worlds. Kann ich hier leider jetzt gerade nicht mehr einblenden. Das ist Free-to-Play, kannst du dir bei Steam runterladen und einfach frei mitspielen. Hat sich einer meiner Moderatoren zufällig gemerkt, wie der Server heißt? Oder nicht? Sonst, pass auf, sonst in 5 Minuten suchen wir uns noch einen neuen Server. Da seid ihr dann auch alle dabei und dann kriegen wir das auch alle mit. Und dann können wir, vielleicht können wir auch einen spielen, wo keiner drauf ist. Und dann spielen wir nur alle gegeneinander. Das ist doch auch eine Idee, oder? War das meiner? Ich bin auf Platz 1! Ich bin unbesiegbar! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann! Ich bin unbesiegbar. Schön! Ich finde es gut. Castellator entered. Ja, Castellator ist da. Schade, die Runde ist vorbei. So, und alle in Team Rot. Meine Leute sind alle in Team Rot. Haben wir hier noch jemanden von euch? Lass mich mal gucken. Wie heißt das Game? Ich hab's ja, glaube ich, gerade geschrieben. So, ey, Polo, ist weg. Ey, Polo, verschwinde. Wow, nein. Oh, ganz doofe Idee. Wow, weg hier. Oh, hu. Weg. Weg. Ich will hier weg. Lass mich hier Frieden, du Luder! Verschwinde! Geh nach Hause, wo du wohnst! Oder woanders hin, mir doch egal! Doch! Mann! Castellator ist auf Platz 1, komm! Die Leute müssen wir plätten hier! Ja! Also wie gesagt, oh, Entschuldigung! Rechte Maustaste ist eine gute Sache hier zum Hin- und Herfliegen. Wow! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ah, ich hatte ihn, ganz kurz. Ja, das war Teamwork, Baby. Jetzt lässt du mir aber die Waffe. Ich glaub's ja nicht. Oh, Kollege! Ich glaube es nicht. Verkackt total. Wintermancer ist auf Platz 2. Schön. Haha, genatzt. Ich bin auch eher der Hammer-Typ. Oder der stirbt. Nameless T. Ich habe hier jemanden, der heißt Nameless T. Kann das jemand von euch sein? Kann es angehen, dass das jemand von euch ist? Man kann sich nämlich so unter Profil quasi so seinen Namen eingeben. Wow, One-Shot. Nice.
Kastellator! Ups, Entschuldigung. Lampe. Braucht die Herzen hier. Nein! Oh, der trifft auch noch. Wer war das? Inserter. Hat er gut gemacht. Was ist hier denn jetzt los? Winter! Oh, das überlebt er nicht. Zack Saravre spielt auch T-Worlds. Super. Leute, sag mal, wir sind hier dominating. So, Leute, kommt gerne rauf. Beziehungsweise, warte mal, stopp. Passt mal auf, wir sind jetzt 4 Leute. Wir gehen auf einen eigenen Server. So, erneuern. Jetzt suche ich mir mit einem kleinen Ping aus, wo keine Leute drauf sind. So, guckt mal. Evil Clan Server bei Stippler and Gambit. In eckigen Klammern Evil und dann Clan Server bei Stippler and Gambit. 0 Leute, Deathmatch. Mit einem guten Ping. Da connecte ich mal drauf. Connectet mir nach. In der Zeit sammle ich schon mal ein paar Waffen ein. Das stört euch bestimmt nicht, oder? Habe ich mir gedacht. Ich höre keine Widerworte, also denke ich mir, passt das. So. Echse. Kenne ich Echse? Ist es einer von euch? Wow. Der, egal wer es ist, der dreht ein bisschen durch. Habe ich das Gefühl. Wintermancer. Winter, hilf mir. So, Kastellator, Wintermancer, Echse. Das gibt's doch nicht. Der Echse killt mich. Ah, Winter! Sorry, Dude. Nein! Weg hier! Hallo, Kashi! Nein! Dein Ernst! So, der Echse ist wieder weg. Sag Saravre. Evil Clan irgendwas. Ich glaube, wir sind rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Warum bin ich rausgeflogen? Was ist denn hier kaputt? Was soll denn das? Ich will mitspielen. Ach, das sind hier immer nur One-on-Ones, okay. Zuschauer, Knub und Wintermancer. Stippler und Echse. Okay. Ah, daher kam das. Der Typ spielt selber. So, Leute, okay, der Server scheint scheiße zu sein. Es tut mir leid, das konnte ich nicht ahnen. Ich wusste nicht, dass der Typ da geht und guckt. Na egal, gut, was soll's. Oh, ich würde gerne sonst selber einen machen, aber irgendwie. Na, was soll's? So, pass auf, wen haben wir? Darmstadt T-World. Da findet der Verkehr im Darmstadt. altbau.de.nr TU Darmstadt T-World Deathmatch. Keine Leute, guter Ping in Deutschland. Und ich hoffe, hier wird keiner sein. So. Ich warte auf euch. Verbinden mit. Anscheinend geht eine neue Runde los. Ja, es geht eine neue Runde los. Oh, die Map kenne ich auch noch gar nicht. So wintermäßig. Mensch, haha, Wintermancer, da fühlst du dich ja. Das ist Kashi. Aber ich glaube, du bist noch voll. Oh, nee, der ist doch schon wieder da. Okay. Sorry. Das geht ja doch relativ schnell. Oder könnt ihr mir nachschauen? Oder was ist der Trick? So, wo ist er? Forget it. Das sind Stacheln. Wie viel? Das sind Stacheln, meine ich. Das wollte ich gesagt haben. Ah. Nein. Ich will eine Waffe.
So, Saxaravre, was ist mit dir los? Und Wintermancer? So, wie gesagt, ein paar Minuten spielen wir das noch. Dann geht's auch schon zum nächsten Spiel. Ich habe nämlich noch, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen was vorbereitet für euch. Und habe mir dabei gedacht, ja, Mensch, da hätten wir doch so ein, zwei Sachen, die bestimmt ganz schön witzig wären. Und mit witzig meine ich witzig bis creepy. Wintermancer! Und ich bin zu blöd zum Treffen. Ah, das Spiel ist super. Ah! Sag mal, bist du... Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich bin ein Ninja. Ich bin halt der harte Ninja. Ihr könnt mich nicht sehen, weil ich ein Ninja bin. Das ist ganz logisch, oder? Ich bin kein Ninja mehr. Deswegen könnt ihr mich sehen. Da sollte man nicht hin. Oh, ich bin out of ammo. Jai. Eieiei. Ihr merkt, die Konzentration steigt. Sag, Saravre, was ist denn mit dir? Ja, die Schreie sind niedlich, ne? Das hätte ich gerne auch bei Kerbel so ein bisschen, dass da Leute schreien. Oh. Herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Geil, ihr müsst mal auf die Augen gucken, wenn er jemanden killt. Dann so, schockt hart. Finde ich super. Das macht ein Spiel spaßig, sowas. Oh, Kashi, was hockst denn du da? Treffer. Zur Hölle, was? Wow, nein! Verdammt, ich eins. Wie er sich freut, das ist immer so niedlich. Oh, das Spiel schockt. Das Spiel ist super, das Spiel ist richtig gut. Ah! Komm, bin ich zu blöd da irgendwie? Nein, ich will... Meins. Nein! Wie, nein! Wie gesagt, guck mal auf die Augen, Echo. Putz, au! Sag mal, bist du... Ist doch nicht wahr, nicht wahr. Hilfe, hoch da. Ganz im Ernst, ihr habt schon bei Quake geschwitzt, dann habt ihr noch nie T-Words gespielt. Du bist ein aller Abstauber. Abstauber, putz. Warte! Double Kill! Nein! So, Kashi, jetzt muss aber echt lang. Entschuldigung, Schock. Oh, das Spiel ist super, echt. Und war das ein guter Tipp? Mal so, einfach mal so ein blödes Free-to-Play. Loco 11 ist dazu gejoint. Ist das einer von euch? Sag, Saravre, wo bleibst du? Saravre! Ups! Mann! Ja, die Augen zusammenkneift, aber du musst mal gucken, was passiert, wenn er sich freut.
Sorry, Dude. Wow! Nein! Verdammt! Ah, ich habe mich sogar noch selber getötet. Ja, das ist natürlich blöd, dass man da auch... Hallöchen! Ah! Das ist halt echt so ein kleines, niedliches Mal-zwischendurch-Game. Wow! Bist du irre? Sag mal, hallo, mit dem Ding kannst du doch jemanden ins Auge treffen. Das tut weh! Ey, wenn du mich umbringst, überlebe ich das nicht. Quasi. Schön. Putz, putz. Sorry, den muss ich einfach abstauben. Wow. Klatsche für alle. The Walking Dead gucken gehen? Warum musst du The Walking Dead gucken gehen? Oder warte mal. Kommt gerade die neue Staffel? Habe ich den Anfang der neuen Staffel verpasst? Nicht wirklich, oder? Oh, das wäre richtig grausam. Das wäre richtig schlimm. So, den kriege ich noch. Na, verdammt, eins. Okay, 5 Kills mache ich noch. Au. Wah, Kashi. Nein. Bist du bescheuert? Das kann ins Auge gehen. Du weißt doch, jeder wie er es verdient. Jeder wie er es verdient. Nee, echt, Walking Dead läuft schon scheiße. Habe ich nicht mitbekommen. Oh, das ist schade. Das kann man doch natürlich auf, guten Seiten, sehen und so. So, okay. Das war die Runde. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt's Spaß gehabt. Ja. So. Trennen und beenden. Ich hoffe, ihr habt's Spaß gehabt. Oh, da läuft ja die ganze Zeit noch ein Spiel im Hintergrund. Aha, hab ich gar nicht mitbekommen. So. Das war das erste Spiel. Klein und niedlich, klein und fein. So, irgendjemand was da geschrieben noch? Ja, hahaha, ja, aufpassen. Da kann man Leute mit wehtun. Oh, schön. Ich habe jetzt... Mal gucken, wer hier was macht. So. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Möchte ich euch mal zeigen. Dazu muss ich aber... Ich glaube, Poll oder wie heißt das? Medienzentrum? Nee. Ich glaube, so. Straw Poll. Ja, genau. So. So, da hätten wir als erstes. Ich zeige euch hier nämlich jetzt was Tolles. Ach scheiße, muss ich noch einmal kurz zurückschalten. Bin ich hier richtig? Und natürlich. Erstellen. Kopieren. Ich zeige es euch. Ich zeige euch alles, was ihr wollt.
So. Jetzt mal sehen, ob ich das hier überhaupt so hinkriege. Will ich das hier machen? Ja, ich glaube, ich mache das mal hier. Eine Fensteraufnahme. So, erstmal gucken. So, ich glaube mal so. So, komm, wo bist du? Zeig mir das her. So, Ereignisse aktualisieren, Auto-Update. Aha, ja, ja, es geht gleich los. Pass auf, pass auf, pass auf. So, und welchen wollen wir sehen? Das wollen wir sehen. Und nur das wollen wir sehen. Dankeschön. Jo, klick auf OK. So. Wir haben ein paar Spiele. Und zwar Port of Call. Das ist ein... Was ist denn das für ein Spiel? Port of Call ist... Ja, so ein bisschen horrormäßig, aber wenig mit Durchdrehen, mit so Jumpscares, sondern so ein bisschen... erfahrungsmäßig, so ein Wahrnehmungsspiel, so ein bisschen. Also es sieht ganz interessant aus, ist auch free to play, das heißt, ihr könnt es euch auch selber runterladen. The Room ist ein Rätselspiel, das soll sehr schwer sein. Das wäre cool, wenn wir das zusammen machen. Es geht irgendwie darum, man hat eine Box und da muss man ganz verschiedene Mechanismen irgendwie finden, um die zu öffnen, um eine neue Box daraus zu holen und die dann weiterzumachen. Das ist total interessant. Penis ist ebenfalls gut, Castellator. Penis ist immer super. Jeder sollte einen haben. So, was haben wir noch? Super Crate Box ist halt so ein... Das ist wirklich ein 8-Bit- oder 16-Bit-Spiel. Das sieht wirklich alt aus, aber man hüpft halt von links nach rechts und schießt auf Sachen und sammelt Crates ein und... Es ist auch so ein 5-Minuten- oder 10-Minuten-Spiel, aber es macht halt echt süchtig. Und natürlich Yandere-Simulator. Ich weiß nicht, wer von euch es kennt. Es ist awesome. Es ist so gut. Es ist einfach gut. Ich muss einmal kurz hier das wegmachen. Ah nein, was macht er denn jetzt hier? Das soll doch alles so nicht sein. So, sehr gut. Soll doch alles so nicht sein. So. The Room habe ich im Übrigen immer noch im Hintergrund. Ah, das scheint, das wollt ihr wohl auch. Ja, wir warten. 4 Stimmen sind abgegeben. Oh Gott, es ruckelt eventuell jetzt ein bisschen. Ah, ich will hier einmal kurz nachgucken. Schreib was. Oder du erinnerst dich an meinen Steam-Profilnamen. Ja, ja. Jeder sollte einen haben. Ich hab. Liebe Saxaravere, das ist mir klar. T-Words, also Latsche, wenn ihr nachher noch Bock drauf habt, dann können wir nachher auch zusammen noch T-Words zocken, ja. Gerne. So. So, wie sieht denn das hier aus? Mr. Paul, 23. Moin, Übergalut, ich grüße dich. So, ich poste den einfach nochmal. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. 7 Leute, die gerne abstimmen könnten. 5 haben wir schon. Okay, also bislang. Yandere Simulator. Ich hätte ja gedacht, dass ihr auf Yandere Simulator geht. Da habe ich mich eigentlich schon echt hart drauf gefreut. Aber wir können natürlich auch gerne The Room machen. Ist schon cool. Ist schon cool. Wie gesagt, wir haben hier 7 Leute. Und ich habe gesagt, ab 15 geht das Gewinnspiel los. Das heißt, gerne nochmal ein paar Leuten Bescheid geben. Einfach mal mit auftauchen. Mr. Paul hat sich gerade verabschiedet. Tschüss, Mr. Paul. Die kennst du ja alle. Und einen habe ich jetzt nach meinem Tschernobyl-Besuch zum Leuchten bekommen. Sprechen wir gerade noch vom Penis? Du hast ein Leuchtpenis aus Tschernobyl.
Also liebe Sachsa Rabre, du solltest deinen Freundeskreis ändern. Es tut mir leid, aber ich habe gehört, leuchtende Penisse sind nicht gut. Schon gar nicht für den Rücken. Eieieiei. Also, wir haben 7 Stimmen. Okay, was haben wir hier? 5 Stimmen haben wir für The Room. Eine Stimme für Yandere Simulator, eine Stimme für Port of Call. Super Crate Box, habt ihr anscheinend keinen Bock drauf. Ist ja vollkommen okay. Dann würde ich mal behaupten, dass wir nochmal kurz weitermachen und dann... Also nochmal ein bisschen sammeln und dann geht das gleich los, oder? Oh Gott. Fetzo, den Gedanken bitte nicht zu Ende führen. Ich kann da nichts für. Erstmal moin, du Bagalut, ich grüße dich. Sachsa Ravre hat uns gerade erzählt, dass sie halt ein Leuchtpenis geschenkt bekommen hat aus Tschernobyl. Da kann ich nichts für. Im Übrigen bin ich genauso irritiert wie du. Okay, da wäre ich gern dein Freund, schreibt Castellator. Nur im Livestream von Kühnhub werden Freundschaften geschlossen. Und zwar hart und leuchtend. Okay, komm, wir lassen das Thema. Wir lassen das Thema einfach. Ich habe Angst vor diesem Thema. So, ich möchte gerne noch mal kurz ein Lied noch mal anmachen, weil ich das einfach toll finde. Oh, ich mag dieses Lied. Ich möchte euch gerne noch auch nochmal was erzählen und was sagen. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich suche gerade, also nach dem letzten Stream, der nicht funktioniert hat, erstmal nochmal an die Leute, die da waren. Ich sehe ein paar Leute von denen, die da waren. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Echt, es war cool. Also es hat nicht geklappt mit dem Stream. Es kam nur alle paar Sekunden vielleicht ein Bild und... Ihr wart trotzdem da und wir haben geschattet und wir haben so viele Fragen gemacht und über so vieles gesabbelt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool von euch. Und aufgrund dessen, ich bin gerade dabei, Fragen zu sammeln. Und zwar von euch, von der Community, von den Leuten, die da sind. Sachen, die ihr wissen wolltet von mir oder wie ich drüber denke oder ähnliches. Hier ist das Video dazu. Also mit 20 Sekunden Versatz. Quasi jetzt. Hey. Guckt auf das Video und wenn ihr eine Frage habt, klickt einfach drauf auf Kommentieren, stellt mir eine Frage, ähnliches. Also mich würde es echt freuen. Ich kann ja mal gucken, was wir da bislang haben. Castellator, träumst du auch von mir nachts? Nein. Es sei denn, ich schlafe schlecht. Carsten Winnefeld, spielst du lieber PC oder Konsolenspiele? Spielst du auch Minecraft? Skiller PvP? Nein! Okay, hab ich mal. Hast du dich an der rechten Hand verletzt? Ach, da kann ich jetzt auch nochmal was zu sagen. Mittlerweile ohne Schiene. Ich habe jetzt 6 Wochen irgendwie, ich weiß nicht, ich bin einmal aufgewacht morgens und auf einmal tat's weh. Keine Ahnung. Und dann habe ich mir erstmal eine Schiene geholt. Jetzt habe ich so einen richtig fetten Verband gehabt. Der hat mich aber genervt, den habe ich mir abgerissen. Nach 2 Tagen und ja, ich denke, das ist gut. Okay. Oh, was ich arbeite, wurde ich gefragt. Dann wurde ich auch noch gefragt, was ich über unsere Politik denke. Und magst du Brot? Wie kamst du auf deinen Nicknamen? Interessante Geschichte. In welchen Situationen merkst du, wie durchgeknallt du bist? Spätestens, wenn ich alleine im Raum sitze und Leute nach mir Dinge geworfen haben. Okay. So, machen wir den Rotz noch einmal aus wieder. Und dann, würde ich sagen, geht das jetzt gleich mal ins Spiel, oder? Also, ihr habt abgestimmt. Wir haben 7 Stimmen insgesamt, ihr seht es. Da unten, nee, ist es da unten. Da unten, ich muss mir merken, da unten seht ihr es. 5 Stunden für The Room. Heftiges, geiles Rätselraten. Jo, auf. Gehe ich da einmal darauf. Zieh mir das mal kurz in meine Favoriten, damit ich da auch immer wieder rechtzeitig raufkomme. Ist er drin? Jo. Und aus. So. Einmal die Musik hier aus. Und einmal The Room. Ooh.
Oh, oh, oh. Na, Sarah, wie wär's? Innen und auswendig, unausgeleuchtet. Bin leider vergeben. Schade, sorry. Wie? Tut dir das leid, dass du vergeben bist? Okay. Ihr seht es. Ich kann hier nirgendwo aufs Spiel laden oder ähnliches drücken. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke. Also, ich glaube, tiefer kann ich die gar nicht mehr machen. Sonst muss ich da nachher noch was anderes machen. Tipps sind ein. Wir starten ein neues Spiel. Und es lädt. Tutorial. Klicke, um zu beginnen. Klicke und ziehe die Maus, um dich umzusehen. Doppelklicke auf den Briefumschlag oben auf dem Safe, um ihn anzuvisieren. Okay. Könnt ihr das alles so... Ist das ein bisschen dunkel? Grafikeinstellung, pass mal auf, ich mach mal ein bisschen... Ich kann hier gar nicht heller machen. Das ist aber schade. Kann ich hier nicht? Grafikeinstellung? Nee, kann ich nicht. Aber vielleicht, ich glaube, es wird für euch wahrscheinlich ein bisschen dunkel sein, ne? Ich mach euch das mal ein bisschen heller, damit ihr ein bisschen mehr seht. Dann könnt ihr mir auch Tipps geben. Weil wenn ich Sachen nicht sehe, ist es natürlich super, wenn ihr sie seht. So, geht weiter. Alright. So, Uploading Virus-Exe. Mike 121202. Oh mein Gott, das ist bei 98%! Oh mein Gott! Moin, du Bagalud, ich grüß dich. Bitte, wenn es ein Virus ist, den du hier hochlädst, bitte mit Brüsten. Jeder mag Brüste. Auch Frauen mögen Brüste. Wer hatte mir denn das erzählt? Genau, eine Ex-Freundin von mir, das war super. Die hatte gesagt, Mensch, sie findet es voll toll, ein Mädel zu sein, weil sie hat immer zwei Stressknautschbälle dabei. Und wenn sie genervt und gestresst ist, dann knautscht sie eben einfach. Okay, ich habe das Gefühl, dass es hier gerade ein bisschen... Und jetzt ist es auch leise, ganz schön, oder? Mach mal lauter. Ah, wir können noch ein bisschen lauter. Jetzt ist es, jetzt kann ich... Ja, okay, jetzt mache ich mal auf Stufe 10, so, okay. Alright. Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen viel offen. Das kann sein. Ich glaube, ich werde mal dieses Ding hier mal schließen. Habe ich hier noch irgendwas Wichtiges, Blödes liegen? Den kann ich, glaube ich, auch mal schließen. Ja. So, und jetzt müsste es wieder besser laufen. Alles klar. Ich mag meine Brüste. Okay, durch meine Echse, Thema kommen wir auf Brüste. Es ist egal, worüber du gesprochen hättest. Wir kommen auf Brüste. Ja. So. Doppelklicke auf den Briefumschlag oben auf dem Safe, um ihn anzuvisieren. Schiebe den Brief aus dem Umschlag. Klicke, um fortzufahren. Klicke auf den Schlüssel, um ihn einzusammeln. Ein kleiner Messingschlüssel mit einem Tierbild. Den kann ich mir auch nochmal ansehen. Den kann ich auch drehen. Oh, rechte Maustaste kommt man raus. Dreh den Deckel, um das Schlüsselloch auszurichten. Okay. Ah, cool, guck mal. So, und da wird sehr wahrscheinlich der Schlüssel jetzt rein müssen. Und den Schlüssel muss ich sogar selber noch drehen. Und natürlich das Ding aufklappen. Und es fällt um. Tutorial, nimm das Okular. Es heißt Nukular. Es heißt Nukular. Ein seltsames Okular. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Was könnte das sein, Leute? Brüste? Nein, Feuer, Feuer, Feuer. Aber beides heiß. Get it, get it, get it? Beides heiß. Okay, lassen wir das. Halt die Schnauze, Andi! Ja. Okay, jetzt soll ich das Okular hier benutzen. Es tut aber nichts. Vielleicht fehlt etwas. Was sagt die Notiz dazu? Klicke auf das Okularsymbol, um das Okular zu entfernen. Doppelklicke auf die Notiz. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Rechtsklicke, um herauszuzoomen. Oh! Ich finde die Antwort irgendwo an dem Tresor.
Okay. Könnt ihr das gut sehen oder ist das für euch ein bisschen zu dunkel? Talisman. Oh, was ist das denn? Stopp. Das könnte ich eventuell losschrauben, wenn ich irgendein Werkzeug hätte. Okay, hier kann ich nichts sehen. Ohne eine Linse ist es ein einfaches Okular. Was ist denn hier? Ah, okay, wir haben hier irgendwas entdeckt. Ein merkwürdig geformtes Schlüsselloch. Oh, was ist das denn? Erde. Okay, Erde. Ah! Feuer! Feuer! Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte es wohl mal mit Drücken versuchen. Push. Hey! Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Los, tränken, ist gut! Oh, Moment. Oh ja, ich kenne das Game sehr geil und kompliziert. Ja, ich habe mir irgendwie... Ich habe das... Nein, nicht gewonnen. Ich habe das... Was war denn das? Ich glaube, letzte Winteraktion von Steam, wo man solche Sachen eintauschen konnte und... Naja, so. Schlüssel, um ihn zu untersuchen. Ach, jetzt kann ich den auch noch... Oh Gott, jetzt kann ich das Ende auch noch drehen. Ach Gott, das ist ja... Oh, was ist das denn? Ja, okay, das könnte vielleicht... Das hatten wir doch hier irgendwo gefunden. Warte mal, wo war denn das? Hier, ne? Das läuft jetzt einmal so im Kreis. Haha, cool. So, jetzt benutzen. Nein, ich komme, ich wollte dich benutzen. Und einmal drehen. Irgendetwas macht irgendetwas. Inventarobjekt gefunden. Eine gravierte Metallplatte. Scheint, als ließe sich das Ende als Schraubenschlüssel verwenden. Da haben wir doch gerade auch irgendwo was gesehen. Wo war das denn? Hier. Ja, können wir uns den nochmal angucken? Aber nichts Besonderes los, ne? Nee. So, pass auf, so. Aha. Weil ich so schön bin, so klug bin. So, eine Linse. Sie sieht aus, als würde sie in das Okular passen. Captain offensichtlich hat zugeschlagen. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich mag das Spiel nicht mehr. Alter, Gänsehaut. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. Hilfe. So, wie sieht's da oben aus? Okay, dieses Ding hier scheint wohl irgendwas. Hier ist irgendwie was. Was ist hier denn los? Ah, pass auf, den können wir nochmal verwenden dafür. Ja, geil. Und rein. Ah. Oh, warte mal. 100 Pro? Ja, habe ich mir gedacht. So, scheiße, muss das jetzt... Ah, der zieht sich dann immer so ran. Okay. Was bastel ich hier? Ist die Musik zu laut? Ihr müsst mal sagen, irgendwie, wenn die Musik zu laut ist... Gehört das so? Ich möchte nicht loslassen. Okay, irgendwas macht irgendwas. Ich habe das Ding geöffnet und... Sieh mal einer an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen. Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? Weiß man nicht. Ich muss einmal kurz zurück, weil ich befürchte, dass mir hier noch ein kleines Malheur passiert ist. Ja, ist es. Ah, Moment. Das muss darüber. So, und der muss nämlich auch darüber, bevor mir hier irgendwas... Ah,
wo hier irgendwas Blödes passiert. So, da muss er hin. Alright. Tut mir leid. Manchmal muss man halt Sachen nochmal nachprüfen. Bevor tatsächlich jemand spendet und das hier dann nicht angezeigt wird, wäre es doof. Heul nicht rum, immer mit dem Sound. Das hatten wir mitten in der Nacht schon. Wir zwei, es ist perfekt. Ja, aber ich habe das gerade nochmal anders eingestellt. Deswegen. Hättest du zugeguckt, würdest du es wissen. Heul nicht rum, es gibt dir gleich in deine Backen. Ist ja nicht. Ein echter Tüftler, ja, du hast mich gerade angesprochen. Mann, die Qualität ist zu hoch für das Internet hier. Das sind nur 720 Pixel. Diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt dieser Kiste. Ich werde sie öffnen müssen. Diese drei Siegel. Fest verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Okay. Mal gucken, finden wir hier irgendwo. Okay. Warte mal, was ist das denn? Cool, ein Buch. Ein altes, ledergebundenes Buch. Der Buchdecke wirkte sehr verziert. Ach nee. Nice. 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Na, hallo? Ich wollte mir doch... Ja. Kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihm wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt. So wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. So, jetzt auf zu schnacken, sammle das Ding ein. Scheint, als wäre Aufziehen eines Uhrwerks. Okay. So, was ist hiermit? Ah, das weiß ich nicht. Oh! Oh, warte mal. Okay. Sagen wir, das ist... Frau mit Glied. Das ist Frau mit Glied. Also muss hier unten jetzt Frau mit Glied. Kann ich hier... Ja. Wo ist denn jetzt Frau mit Glied? Das ist Frauenmitglied, ne? Ja, okay, haben wir. Okay, es gibt hier anscheinend solche kleinen Tipps immer zwischendurch. Finden wir hier irgendwo noch so einen? Da haben wir noch eine andere Sache. Ist nichts. Bräuchten so ein paar Tipps. Da oben ist ein Tipp. Oben links ist... Rimjob. Fragezeichen. Wo soll ich anfangen? Die vier Zahlenräder in dem Viereck sehen interessant aus. Mhm. Ach, immer unser Andi. Naja, ich bin raus. Das Internet hier ist nicht zu gebrauchen. Schade, Latsche94. Ich wünsche dir trotzdem einen wunderschönen Abend noch. Winke, winke, ciao und tschüss. So, okay. Wir haben oben links, habe ich jetzt vergessen. Was ist denn das? Target für die Frau, die ich mir suche. Ja. Müb. Da. Okay, alles klar. Zwei Sachen haben wir. Oben links, unten rechts. Dem wünsche ich dir auch eine wunderschöne gute Nacht, liebe Sarah. Schlaf schön. So, hier haben wir nichts. Was ist das denn? Vielleicht sollten wir hier mal nachgucken. Also da hat er, glaube ich, auch gesagt, das sah interessant aus. Ach. Moment. Okay. 5. 5, 6, 2,
07. Hä? Was? Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Wenn ich das richtig sehe, soll hier eine 5 sein. Hier ist eine 5. Müssen wir jetzt auch noch rechnen oder was müssen wir? Also irgendwie. Warte mal, da hinten ist was von einer 2. So ein Teil. Und was wäre das hier? Bis man eine ganze Zahl kriegt wahrscheinlich, ne? Nicht nur raten. Okay, warte, rechts haben wir eine 7. Da oben haben wir ein bisschen was. Hier hätten wir eine 2. Dankeschön, lieber Mike. Dann sag das mal noch anderen Leuten. So, ich glaube, das Einzige, was ich hier jetzt wirklich rauslesen kann und erkennen kann, ist, glaube ich, tatsächlich die 2. Hier war es eine 7. Und hier unten... Ach, guck mal, da unten ist noch ein... Oh, das ist ja gemein. Das ist ja richtig fies. Was ist denn das da unten? Mann beim Abseilen auf den Kopf. So, jetzt muss ich hier quasi eine Zahl finden, die hier richtig aussieht. Kann ich von hier irgendwie? Nee, ne? Ich könnte jetzt einfach rumprobieren, aber ich weiß ja auch gar nicht, ob da oben jetzt alles richtig ist. 2, 7, 5. Oh, da hätte ich so Bock drauf jetzt auch gerade. So, warte, pass mal auf. Wir hätten eine 7, ich glaube eine 5. Mit 2. Wir testen mal einfach mal alles um. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich nicht erschrocken. Ja, das stimmt. Aber meistens hat man ja auch irgendwelche Moderatoren oder sonst was. Aber hier unter mir könnt ihr ja den Chat auch verfolgen. Also das finde ich... Mike, da hast du vollkommen recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Kann man mal machen... Muss man aber nicht. Aber ich finde es gut. Ne? Wenn man den halt unten mal zeigt. So, okay. Was ist das denn jetzt? Da will ich mich später drum kümmern. Ich will mir das Ding hier nochmal ansehen. Ob wir hier vielleicht noch irgendwo... Ach ja, warte mal. Unten links war Mann, der hat einen Abseil auf dem Kopf, ne? Hier, genau. Oben rechts fehlt uns jetzt noch. Okay. Habe ich noch einen Moderator hier? Wenn ja, bitte mal diesen 2-Ifofonal bannen. Warte mal, wir haben an dieser Kiste... Kann ich das... Ach. Als hätte ich's gedacht. Was habe ich denn? Sieht wie ein Miniaturfernrohr aus. Okay. Beachte den Typen hier nicht. Er war gerade beim anderen Stream und hat das gleiche in Chat gepostet. Ach. Und du bist auch im anderen Stream, sonst hättest du das ja nicht gesehen. Luda. Was ist das denn da eigentlich? Eine Platte mit einem Zahnradsymbol. Okay. Oh, warte mal. Passt das? Nee, passt nicht. Ja, ist gut, danke. Also ich kann mir mal vorstellen, dass dieses Ding... Huch! Okay. Das ist ja witzig. Das ist ja cool.
Ich bin so klug. Hier ist noch Kühn, aber er, sie ist AFK oder so. Okay. Gut. So. Wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Ja. Kann ich hier noch irgendwie was drehen oder so? Nee. Vielleicht hiermit noch? Ne, hatte ich schon, ne? Ja. Was ist denn, wenn ich daneben hingehe? Kann ich hier irgendwas machen? Ne, hier kann ich nichts machen. So, das war... Aber was ist er hier denn? Okay, das ist anscheinend nichts. Ich klebe mal... Ach! Ja, das bin ich selber. Mike, das bin ich selber. Sehr gut. Okay, das war Zufall. Manchmal ist es gut, einfach mal irgendwohin blöd zu klicken, sehe ich gerade. Okay, warte mal, hier haben wir noch so ein Teil. Nee, den hatte ich schon. Ach ja, Mensch, den hatte ich doch schon. Also hier muss man tatsächlich ganz genau hingucken und ein bisschen was versuchen und machen auch einfach mal. Und dann sieht man nämlich manchmal auch Orte oder quasi entdeckt Dinge, wo man was... Ah, guck mal hier. Ah, guck mal. Und hierfür habe ich doch das Petroleum-Ding, ne? Oh, ist das cool. Das ist ja cool. Oh, was kann ich hier machen? Ach, ach. Das ist ja übel. Und jetzt? Kann ich hier jetzt was gucken? Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Ob ich mit dem Okular wohl etwas erkenne. Okay. Trial. Versuchen. Nee. Es macht es nicht besser. Echt nicht. Du überhaupt nicht. Okay. Das ist doch jetzt alles richtig, oder nicht? Das sieht für mich richtig aus. Ich wüsste nicht, ob man das anders machen kann. Mach mal so. Nee, die Hörnchen gehören so nach oben. Nee, ah, guck mal. Ah, okay. So, wo passen jetzt die Hörnchen hin? Ah, okay, ich glaube, ich habe den einen irgendwie nicht richtig gemacht. Ah, gut. Tried? Ja, Trial. Okay, ich habe ein L gefunden. Ich wollte schon immer mal ein L finden. Ich war lange auf der Suche. Ich kam dann immer nur zum K oder zum M, aber ein L hatte ich noch nie. Das ist Domino für Legastheniker. What the fuck? Ach, damit mache ich Pause, okay. Das Spiel entpuppt sich als noch größer als erwartet. Das sieht doch witzig aus, oder?
So wie... okay. Ach, den hatten wir schon. Wir brauchen immer noch das Ding für oben rechts. Das könnten wir auch eigentlich blöd ausprobieren. Ja, 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 natürlich. Aber ich muss ja erstmal die anderen Buchstaben dann finden und die Möglichkeit irgendwie, wo ich das machen kann. Okay. Ein Tipp. Dieser Messingbuchstabe gehört sicher irgendwo hin. Ach, was du nicht sagst. Ja, und... Da bin ich ja gerade am gucken, Mensch. Ach, guck mal, und da oben ist sogar der nächste Tipp. Das ist ja so fies. Kreuz und Kringel. Ein schwerer, gusseiserner Schlüssel. So, könnte der hier reinpassen? Ich habe ihn mir noch nicht genau angesehen, ne? Das ist ja... Was soll das denn hier schließen und öffnen? Aber warte mal, ich glaube, das Zeichen habe ich schon irgendwo gesehen, oder? Vielleicht hier? Nee. Vielleicht kann ich das damit verwenden? Nein. Also ich glaube, diese Seite hier ist komplett geklärt, oder? Diese denke ich mal auch. Ach, warte mal, passt der Typ vielleicht da oben ran? Nee, da kann ich nichts mitmachen. Da kann ich auch nichts sagen. Der Messingbuchstabe, ja, der muss irgendwo hin, das weiß ich doch. Aber wohin? Ganz unten bei den Füßen, da kann ich nichts machen. Warte mal, vor allen Dingen... Trial. T-R-I-A-L. Da würde sowieso noch einer fehlen. Hier bräuchte ich noch eine Kombination. Nee, da oben. Hier bräuchte ich... Im Ernst. Ja, ich hab's doch gefunden. Wie gesagt, weil er so schön ist, so schlau, charmant und klug. Eines der Siegel hat sich geöffnet. Noch zwei, dann habe ich's! So. Okay, das untere ist weg. Ah, guck mal, da oben ist der Schlüssel. Doch nicht? Nicht? Was haben wir denn hier? Ach, da, warte mal. Da liegt doch was. 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung. Das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols. Okay. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, all das sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Okay. Nee, den Tipp will ich jetzt nicht lesen. Ja, ich guck Animes. Aha, guck mal hier. Warte mal eben. Ja, guck mal, da ist doch... okay. Ja, zieh dran. Zurzeit gucke ich gerade gar nichts, weil ich andere Sachen habe. Der Schlüssel vielleicht da oben rein? Irgendwie? Nee. Was haben wir hier? Im Okular vielleicht? Was?
Es ist das Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Ah, okay. Oh, warte, was ist da denn? Hier ist doch was. Nee, da ist nicht so weit, okay. Hier oben vielleicht noch? Ah, okay. Huch! Okay. Warum kann ich denn jetzt nur diese hier steuern und warum... Okay, jetzt dreht sich das alles. Irgendwie schienen die ein bisschen. Ja, ich merke das. Frag doch mal die anderen, was die so machen und wollen und tun und... Was ist denn jetzt die Lösung hiervon? Was sind das für seltsame Kugeln oben auf der Kiste? Ja, ach, was du nicht sagst. Okay, ich musste die ganz mit... Ah, okay, ich musste die ganz mittig ausre... What the? Okay. Ja, interessant. Hier kann ich irgendwie, glaube ich, noch nicht das machen, was ich will, oder? Nee. Kriege ich jetzt den Schlüssel hier rein? Nee. Essen zusehen. Die Platte musst du so drehen, damit die sie so gucken, wie es auf der Scheibe steht. Wie stand es denn auf der Scheibe? Haben die irgendwie geguckt? Nee, hier stand ja nichts anderes. Nee, also wie gesagt, ich habe Animes geguckt. Ich gucke auch, wenn ich wieder gute finde. Aber ich habe momentan so viele andere Serien noch und Sendungen, die ich da irgendwie... mir noch anguck. So, okay. Hier kann ich nichts einsammeln mit. Schade. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay. Okay. Ah, ah, oh, oh, das war super. Und aufmachen da hinten. Mach auf! Und wir haben einen weiteren Schlüssel, yay. So, wie sieht denn der aus? Ja, auch so eine mysteriöse Form irgendwie, ne? Oh, mal gucken. Meine Lieblingssendung, ich glaube Tatsache, es war damals Dragon Ball Z. Ich habe es einfach geliebt. Und da hat man noch gelernt, was Werte sind. Oh, warte, hier waren wir schon, naja. Was ist hier eigentlich mit dem Ding da? Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal hier in dem Ding bleiben. Pass mal auf, wir gehen da wieder ran. Aha. Einmal auf. Lackierten Messingstern. Den habe ich... Warte mal, da oben war doch irgendwie... Hier war doch ein... Ja, guck mal. Sieht doch so aus, als ob sich das hier anbietet, oder? Messingring mit Markierung an der Seite. Was hab ich denn jetzt gemacht? Okay. Oh. Ich glaube, Dragon Ball Z, aber... Es gibt noch einige Neon Genesis Evangelion, super cool. Alleine nur, wie der Weg war, meine auch, genau da, ob man einen Mensch mit seinen OP-Kräften töten kann. Ja. Nee,
aber Neon Genesis Evangelion. Einfach zum Beispiel der Weg von Shinji mit seinem Vaterkomplex zu dieser Hinterfragung des eigenen Ichs. Und nicht so, ey, wer bin ich, was mache ich? Sondern der eigenen Existenz einfach nur. Und das war cool. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte nur einmal sagen, von der Echo-Esche, ich glaube, der Laptop ist runtergefallen und Akku aus und warte nicht noch. Alles klar. Was ich aber auch nochmal sagen wollte. 21. Juni. Merke dir dieses Datum. Okay. Es ist das wichtigste Datum der Menschheitsgeschichte. Ich habe es vollbracht. Ein menschliches Subjekt war vonnöten. Der Katalysator war mein eigenes Dasein. Von meinen Studien ermüdet betrat ich die Kammer, ohne zuvor den Mechanismus auszuschalten. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, war es geschafft. Das Null-Element ist überwältigend. Es ist weder Energie noch Materie. Ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen, insbesondere bei seiner Brechung des Lichts. Heute Abend öffne ich den Wein. Attention, there's a bat that's over here. Katze oder Hund? Gar nichts oder beides. Weil ich bin leider, wirklich leider, allergisch gegen alle Tiere mit Fell und oder Federn. Vor allem und oder. So, warte mal, hier habe ich irgendwie so einen Dreher dran. Nur da. Ich höre mein Herz klopfen. Hört ihr das auch? Gehören diese Geräusche hier hin? Ich wusste nicht, dass das Spiel eventuell irgendwie gefährlich ist. Also, dass hier irgendwas passiert. So, okay. Wir gehen wieder hier runter, denn wir hatten... Nein, nicht hier hin. Wir gehen hier hin. Weil wir hatten nämlich das Teil für den Safe. Okay. Ah! Okay. Ja, war mir doch klar. Ja, na... Aha! Guckt mal da hinten. 2, 3. 2, 3. Und jetzt? Was ist das? 2, 3. Ich kann doch da hinten was sehen. Da. Eine 2 und eine 3. Oder vielleicht umgedreht? Eine Nacktkatze. Ich habe Fische. Ich mag Fische. So, bei Ratten auch. Dann darf ich ja Lucy nie nach Kiel mitnehmen. Klar, aber nicht zu mir. Eine bisschen runter. Wohin eine bisschen runter? Also ich habe das gerade schon getestet. Die loggen auch ein. Aber muss ich vielleicht noch was tun? Dazu. Vielleicht ist das ja nicht... Vielleicht gibt es hier ja noch andere Sachen. Ich meine, 2, 3 steht da. Vielleicht kann man noch was anderes verwenden dazu. Hier haben wir immer noch nichts gemacht. Das war das Rätsel. Hier ist auch noch nichts. Haben wir hier oben vielleicht irgendwie was? Okay, ich hol mir mal einen Tipp. Was sind das denn für Dinger auf der Seite der Röhre, die aufgetaucht ist? Ja, da war ich doch gerade. Ach, guck mal, da ist noch was. Da oben. Ich kann das nicht lesen. Was ist das? 3, 5? Nein!
2 und 5, glaube ich, oder? Sieht das aus? Zwei und fünf, Baby. Zweimal fünf sind mehr als fünf. Ein großer, merkwürdig geformter Schlüssel. Ist es wieder einer, den ich trinke? Ja. Ach du Scheiße, es ist nicht wahr, oder? Im Ernst. Alter, finde, das ist komisch. So, haha. Ne, X-Fighter und 5. Mann, ey, ein. Immer diese Fehler. X-Fighter und 5. Haha, naja, zum Glück mag ich diese kleine Ratte, die Außenwelt nicht. Sie hasst Vögel. Die Außenwelt oder die Ratte? Niemand mag Vögel. Vögelein! Ah, guck mal hier. War das auch so vorher schon? Mann, der tanzt mit langem Glied. Ich glaube, der tanzt nach links und hat ein langes Glied, ne? Ja. Ich glaube so, ne? So, der streckt das linke Bein ab. Nee, also für ihn ist es rechts. Ich zeig euch mal, wie der steht. Der steht... Warte mal, wie steht denn der? Ich muss das ja machen, dass ihr das richtig seht. So, so macht er. Und so. So steht er. Everybody wants Kung Fu Fighting. Ich mach mich hier voll zum Deppen. Mehr als sonst. Ach, ach scheiße, ich hab falsch rumgedacht, deswegen. Kein Wunder. Er war eigentlich richtig, aber ich hab nicht spiegelverkehrt gedacht. Oh Gott, ich sehe jetzt schon die Kommentare gleich schon, oh Gott. Eine kreisförmige Platte mit einem Sternensymbol. Gucken wir... Nein, ich wollte da noch reingucken. Verdammt. Das ist ja schon wieder weg. Kreisförmige Platte mit einem Sternensymbol. Eventuell hier. I'm not Superman. Ja, haha. Oh, was? Wie klug ich einfach bin, Leute. Wie klug ich einfach bin. Mann. Putz. Irgendwas macht was. Irgendwas macht was. Moment, gleich. Ich muss erst mal gucken, was hier Sachen macht. Das zweite Siegel ist offen, nur noch eins. Ja. Hm, habe ich gesehen. Da scheint nichts weiter so zu sein. Gehen wir doch erst einmal daran. Ach Gott. Warte, er hat ja gesagt. Irgendwo ran soll ich drehen. Okay. Irgendwas fehlt. Aber es ist schwer zu sagen, was. Hallo, liebe Echo Esche. Ich habe gerade schon liebe Grüße von dir bestellt. So, und hier unten? Was ist hier? Oh, das ist... ganz im Ernst, solche... Wer sowas wirklich bauen kann oder so, das ist total irre. Das ist total geil. Das war nicht Superman. Ich habe euch gezeigt, wie der Schlüssel aussieht. Das war tanzender Mann mit langem Glied. Den habe ich mir gerade selber ausgedacht, den Tanz. So. Wie sieht denn das hier aus? Oh, ich mach das Ding noch größer. Das ist ja toll. Ach, war's das mit der Sequenz? Dann schickt er mich wohl direkt hier hin. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Okay, hieran kann ich nichts drehen.
wartet mal. Das Zeichen kenne ich. Das Zeichen kenne ich. Da, Moment, Moment. Unten links, sagt er, ne? Unten links, sagt er, ist dunkel. Das war doch... Hier. Ja. Unten links ist jetzt dunkel, alles klar. Unten links ist dunkel. Ja. Oh, das ist ein Riesenrätselspiel. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das... Ach, guck mal, und hier ist das zweite Symbol. Komisches Fünfeck. Oben rechts. Ach so, nee, gar nicht. Nee, doch, ist aber richtig. Könnte ich den hier rein? Ja, ich könnte ihn drehen. Okay. Wollen wir aber nicht. Hier kann ich nichts machen. Nee, schade. Aber irgendwas dreht hier auch. Das dreht hier. Kann ich hier irgendwie was machen? Nee, ne? Ich lade die Sachen eigentlich meistens immer direkt dann hoch. Das werde ich zumindest jetzt versuchen, das auch hier hinzukriegen. So, was haben wir hier denn? Das werde ich wahrscheinlich hier lösen müssen, schätze ich. Aber ich glaube, an der Stelle hier komme ich gerade nicht weiter. Hier sind so viele Sachen neu. Was ist denn hier mit? Das weiß ich noch nicht. Ist doch bestimmt noch mehr aufgekommen, oder? Der ist hoch. Ah, warte, die Dinger da. Da, guck mal. Okay. Das ist der Kreis. Wo soll denn der Kreis hin? Der soll nach oben rechts, zeigt er doch schon. Hier noch irgendwie was? Ich mache keinen Fragerunde-Stream, ich mache ein Video. Da kann ich auch einmal kurz... Pass mal auf. Ich glaube, ich habe das sogar noch hier drin, deswegen kopiere ich das einfach mal. Wenn du Fragen hast, bitte unter dieses Video. So, ich guck mal, wer ist denn nochmal alles da? Wir gucken einmal. Haben wir die immer noch da? Haben wir die immer noch da? Okay, und der eine Typ von vorhin ist auch weg. Das ist doch schön. So. Auge. Eine Platte mit einem Augensymbol. Scheint sich nicht zu bewegen. Huch. Wir müssen hier noch so ein Dreieck finden. Hatten wir dieses Dreieck nicht schon gesehen? Da sehe ich dieses Dreieck. Da zeigt das Dreieck aber nach oben quasi. Okay, 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 okay. So, stopp. Ah, jetzt check ich es. Wenn ich das hier drehe zum Beispiel, das muss nämlich jetzt nach oben links. Ja, guckt euch das an. Nice. Welches ist das? Das muss nach unten rechts. Das seht ihr da oben. Pass mal auf, nicht da, sondern da. Da seht ihr, dass wenn ich hier unten das drehe, dass sich das da oben auch noch mitdreht. So, und zwar muss das dahin. Ja, nice. Oh mein Gott, 99%! Noch mehr Brüste? So. Okay, dann muss der Kollege hier nach oben rechts. So, haben wir schon fast auf. Welcher fehlt? Das Dreieck. Nach unten links. So, und jetzt müsste das Ding da oben offen sein. Ja! Schön! Was haben wir hier? Ein Gummiband und ein großes Zahnrad. Oh, warte, ich guck da nochmal rein, bevor da nicht noch irgendwie... Nee, da ist aber nichts mehr. So, daran bitte. Ich setz das mal daran erstmal. Hallo? Kann ich mir das noch ansehen?
Ja, ja. Ja, okay. Nee. Stopp mal darüber. Oh, ich habe hier irgendwas gemacht. Was ist das denn? Ein kleiner Schraubendreher. Okay. Kann ich das hier wieder nehmen? Ach. Okay, pass auf. Vielleicht kann ich das dazwischen setzen hier. Nee, ne? Nee, kann ich nicht. Schade. Ach, cool. Kleiner Schraubendreher. Eine Frau mit drei Brüsten und Schlagsahne. Weiß nicht, ob ich mich an diese Sahne traue. So, jetzt lösen wir einmal den Deckel hier. Das ist ein niedliches Spiel. Das ist total toll. Ja, macht doch jeder, aber es interessiert ja auch Leute manchmal. Ein seltsamer Klappschlüssel gefunden. Ach du Scheiße. Oh, aber warte, dafür hatten wir doch irgendwo auch schon was, oder? War das hier? Nee, das war ein normaler Schlüssel. Hier war doch irgendwas mit einem total... Ah, hier. Da war ein total creepy Schlüssel. Okay. Der dahin. Dahin und der? Nee. Es ist doch nicht richtig, oder? Okay, das muss ich auch gegenüber liegen. Das heißt, der hier hoch. Ah! Nice! Nice! Und jetzt? Was ist... Oh! Noch ein Zahnrad. Mittelgroßes Zahnrad. Naja, es kommt einem als Selbst-YouTuber und Zuschauer immer so Mainstream vor. So als schon da und immer wiederholt. Wie lange wirst du noch streamen? Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch streame. Ich guck mal. Also ich glaube, die 15 Leute kriegen wir heute nicht mehr zusammen. Sonst dürft ihr gerne Werbung machen, dass hier ein paar Leute kommen. Weil bei 15 Spielen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, lieber Mike. 1-2-1-2-0-2. Quasi 12.12.02. Hau ich ein Gewinnspiel raus für ein Steam-Game. So. Okay, ich glaube, wir sind... Ah, warte mal, das Ding gucke ich mir nochmal an. Ah, nee, da ist nichts. So, und jetzt müssen wir wieder an die Zahnräder hier, meine ich. Kommt das denn daran? Ja, haha. Scheint, als könnte ich das, falls nötig, wieder abnehmen. Ah, okay. Aber erstmal kurbeln. Oh, wir haben noch eins. Dankeschön. Ein mittelgroßes Zahnrad. Dann nehme ich das ab. Dann packe ich das mal daran. Und das mal... komm, Leute. Ne? Bitte mal ein bisschen... Haha. Ich wollte sagen, bitte mal ein bisschen schwieriger. Aber... Okay, Leute. Das ist doch klar. Da muss doch... Ja! Haha! Hab ich mir gedacht. Hab's bei Facebook rausgehauen. Aber naja, Leute eben achten nie darauf. Weiß ich gar nicht. Okay, warte mal. Hier passiert... Was passiert, wenn ich jetzt so mache? Eine lange, schmale Stahlröhre. Die hier oben irgendwas hat. Auf jeden Fall. Und da auch. Oder eine Kerbe vielleicht auch nur. Eine lange, schmale Stahl... Hier unten vielleicht? Irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Du hier vielleicht? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So, Rich Boy. Könntest du mal in einem Stream Money in die Cam schmatten? Nein. Das finde ich nie wieder. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin nur einmal Sozialpädagoge. Okay, das war's hier, ne? Kann ich den Kollegen jetzt drehen, ne? Nee.
Nee, tut mir leid, Kumpel. Da kann ich dir nicht mit helfen. Hier, das kann ich auch nicht noch verwenden, oder? Nee. Eine lange, schmale Stahlröhre. Ich sollte diese Stahlröhre, die ich gefunden habe, genauer untersuchen. Doch, soll ich genauer untersuchen. Ach! Eine Art kleiner Schlüssel. Oh, und ein altes Foto. Ein Haus. Treff 6.05 Uhr. 6.05 Uhr. Klar, quasi die Uhrzeit. Aber ich gucke mir den hier nochmal an. Wie sieht denn der hier aus? Okay. Den hier reinschieben. Achso. Nee. Das ist auch Spaß. Ja, mit dem Schraubendreher ins Auge, habe ich gehört. So super sein. So, hier steht nichts weiter, ne? Nee. Das kann ich da nicht reinmachen. Kann ich da nicht. Decke der Röhre ist auch ein Schlüssel. Zu welchem Schloss er wohl passen mag? Ja, das frage ich mich halt auch gerade. Ja, aber hier ja nicht. Der sieht ja komplett anders aus. Wo haben wir noch ein Schlüsselloch gehabt, Leute? Sagt mal, wo haben wir noch ein Schlüsselloch gehabt? Ich rede hin und wieder mal mit Menschen. Soll vorkommen. Nicht oft, aber na, manchmal hat man sowas halt, ne? Kann ja irgendwie daran, nee, ne? So, Leute, wo haben wir noch ein Schlüsselloch gehabt? Wollen wir am besten ein noch nicht verwendetes. Vor allen Dingen dem Typen hier, dem fehlt ja was. Pass mal auf, kann ich dir den in die Hand drücken? Nee, ne? Nee. Ja, hier oben ist quasi... Achso, hier oben ist das Trial-Ding, genau. Rechts das Uhrwerk. Was war da? Meinst du das hier? Das ist nur ein Zahnrad, glaube ich. Oh Gott. Pikachu! 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 Ah! Ha! Oh, der kribbelte die ganze Zeit schon. Ja, hier irgendwie da, aber da kann ich nichts mehr machen. Nee. In welches Schloss mag das Ding wohl passen? Irgendwas fehlt, aber es ist schwer zu sagen, was. Und irgendwas mit der Uhrzeit. Aber dazu bräuchten wir Uhrzeigersachen. Rechts auf der Seite, oben das Loch. Ah, super, super. Dankeschön. Huch. Geht das hier wieder los? Habe ich das ein bisschen... Ah, jetzt kann ich auch das hier verschieben, okay. Oh, oh, oh Gott. Im Ernst? So sieht das aus? Nee, ne? Komm, das Symbol ist richtig. Daneben so.
Ja, du musst es auch so, dass ich es verstehen kann. Ah, da ist ein Schild. Ein kleiner silberner Schild. Jetzt würde ich sagen, der muss wahrscheinlich zu dem Ritter dahin, ne? Obwohl der Gold ist. Aber vielleicht braucht er ein silbernes Schild. Ja, und da haben wir einen Edelstein. Ovaler Edelstein. Ich glaube, das ist ein Opal, oder? Blau ist, glaube ich, ein Opal, ne? Der muss ja bestimmt auch irgendwo rein. Vielleicht passt der ja gut hier rein. Tada! Und nun? So, warte, was stand hier? 6.05 Uhr. Ja, nee, das ist so eine Sache. Teamspeak, da hole ich mir quasi meine Leute ran, wenn ich mit denen da was... ey, wir haben das Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hättest dein Können schon bewiesen? So, was sagt ihr, Leute? Sollen wir noch ein Kapitel machen zusammen? Ich warte mal. Und jetzt mach ich mal hier mal wieder kurz leiser. Das ist... Oh, das ist ja... grauenvoll manchmal. Ey, ich hab's doch gerade leiser gemacht. Was soll denn der Schied? Jo, komm, mach leiser. Ja, und da bleibst du jetzt bitte. Danke. So. Was sagt ihr? Sollen wir nochmal zusammen ein Kapitel spielen? Oder ist es nicht so für euch? Ich hätte ja nämlich noch das ganz coole Yandere-Simulator. Obwohl, da könnte man vielleicht auch tatsächlich einen ganzen eigenen Stream draus machen. Oder? So, und die Leute, die noch da sind. Freaky P, gerne etwas anderes. Lieber Freaky, lieber Mike, lieber Kastellator und wer sonst noch so alles da ist. Da kann ich ja eben mal nachgucken für mich. Das interessiert mich selber. Wer ist denn da? Echo Esche und der Tarnier. Also, Echo Esche, Freaky P, Kastellator, Mike Tarnier. 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Ah. Kriegt ihr noch 10 Leute zusammen, gibt's ein Gewinnspiel. So, okay, Spiel fortsetzen, aber ich möchte ja raus quasi. Oh, was mache ich denn hier? So, pass auf. Beenden. Wirklich beenden und zum Hauptmenü wechseln. Deine Fortschritte werden gespeichert! Ja. Spiel beenden, dankeschön. Aber ich mag das, dieses creepy Musikding auch, das gefällt mir. Ich find's gut. Bestätigen. Oh ja. So. Alles klar, und dann können wir einmal, Moment, wo ist du? Port of Call. Sugar Crate Box. Genau. Super Crate Box. So. T-Worlds hatte ich da noch. So. Ihr seht es. Eine kleine kurze Pause. Dann geht's weiter. Denn... auch ich muss mal pieschen. So, wir sehen uns in 2-3 Minuten, sehen wir uns wieder. Bis gleich.
Yo! Und da sind wir wie... Ach du Scheiße! Ich habe etwas vergessen. Aber ist das nicht ein cooler Effekt? So, ist, ich finde das total spaßig. Guck mal. Ist ja geil. Shot. Nice. Ah? Moment, stopp. Und ran da. Nicht umfliegen hier. Oh yeah. Ah, der Song kommt wieder. Schön. Ja. Seid ihr noch da, Leute? Seid ihr noch da? Hallo, seid ihr noch da? Ich würd gern wissen. Oh yeah. Was habe ich noch? Nö, keiner mehr da. Schade. Ich muss mal eben gucken, was ich hier noch drin habe. Jupp, schön. Alle bei Atomexplosion draufgegangen. Schade. Quasi strahlen sie alle. Aha, oh je. So. Was haben wir? Das haben wir, das haben wir. Wir haben eine neue Abstimmung. Kopieren. Einfügen. Bitte gerne sagen, worauf ihr Lust habt. Können wir gerne machen. So, zeigt mir das bitte einmal an. Fensteraufnahme, Ausschnitt, Ausschnitt wählen. Bitte nicht alles. So. Genau. Na, wo ist er? Aktualisieren. Okay. Oh, wie nervig das einfach ist. Dann entfernen wir den eben. Oh, das ist doch total blöd, ist das doch. Oh, warte mal, ich kann den aber auch ein bisschen größer machen. Und dann sieht man das gleich ein bisschen besser. Ja, das ist doof, dass er das so nicht aktualisiert. Ich muss das immer, tatsächlich immer wieder genau neu machen. Nee. So, Ausschnitt auswählen. Ich wähle gerne Ausschnitte. Ja, jetzt haben wir wirklich strahlende Penisse. So, okay. Zeig mir das nochmal an. So, was haben wir denn da? Zwei Leute für Super Crate Box, einer auf Yandere. Da bin ich mal gespannt. Port of Call hatte eben gerade auch noch zwei Stimmen oder sowas. Und jetzt, oder eine, und jetzt gar nicht mehr. Okay. Wir können ja noch kurz gedulden. Noch kurz, ein bisschen noch mal warten. Oder? Kann man doch noch mal machen. Wurden schon alle Fragen von YouTube beantwortet? Nee, gar nicht. Werde ich auch nicht hier machen. Da werde ich. Dann hast du dir das Video nicht angesehen, liebe Echo Esche. Guck dir das Video an. Da wird nämlich auch erklärt, dass ich da vorhabe, so eine Art Interview-Video zu machen. Und das weiß nicht nur ich, das weiß nämlich auch... Ich bin das Einhorn. Und selbst ich weiß... Na?
dass das nicht auf dem Stream beantwortet wird, du. Nee, du. Du Baggerlut. Kleinkinderunterhaltung bei Kynoobs Livestream. Epic Slow Clap. Jude! Ich glaube, so knapp eine Stunde klingt noch gut, oder? Du bist 11? Das ist doch eine Idee. Also, falls ihr das nicht wisst, ich erkläre es euch nochmal. Super Crate Box ist ein kleiner 16-Bit. Ich hüpfe durch die Ecke. Oh, ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Der Namenlose spendete 13 Euro. Mein Gödner Fürst, ich bin euren Zuspruch nicht würdig. Dennoch bedanke ich mich. Dankeschön, der Namenlose. Und es klappt sogar mit dem Sound, ne? Ihr habt das gehört, ne? Dies Hallo ein Schwein. Cool. Wir sind nur noch zu viert. Insgesamt. Ja, stimmt. Also plus ich. Also trotzdem, ich möchte es einmal erklären. Super Crate Box ist halt tatsächlich so ein kleiner Hüpfer hin und her. Man läuft rum, sammelt Sachen ein und... Also da kann man über alles Mögliche sprechen. Ihr dürft gerne jetzt hier auch schon Fragen stellen über irgendetwas. Da werde ich dann auch drüber sabbeln. So, okay. Aber ich denke mal, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir den Kumpel hier jetzt mal so langsam ausmachen. Mache ich die Fensteraufnahme mal weg. Sage Super Crate Box. Ja gut, wenn ihr das wollt, dann öffnen wir jetzt Super Crate Box und spielen Super Crate Box. Wenn ihr es wollt, dann wollt ihr es. Das andere wäre Yandere Simulator und ich glaube, das machen wir vielleicht mal tatsächlich mal zusammen. What is your name? Mein Name ist natürlich... Oder ähnlich. So, der Kynoob. Nehmen wir die Maus mal weg. Moment, und Zähne bearbeiten machen wir auch mal weg. Bisschen leiser vom Sound, denke ich, wäre gut. Ach Gott, jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Wechseln zu. So. Sehr gut. Ich würde es gerne auch auf dem Bildschirm sehen. Ah, dankeschön. Gott. Kann man das noch alle sehen hier? Ja, gut. Also, ich habe das quasi nochmal... Ihr seht es. Oh, okay. Ich habe meine Scores und alles. Habe ich schon wieder gelöscht. Enemies, nix drin. Unlocks. Okay, wir haben tatsächlich die Sachen, die haben wir schon freigeschaltet. Wir haben quasi... 3 weitere Charaktere freigeschaltet und ein paar Waffen. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Und es gibt noch so viel hier an Waffen. Oder? Nee, das ist der Standardkram, den es von Anfang an gibt. Oder? Ich weiß es nicht. Okay. So, ich spiele das mit dem Controller. Damit kommt es tatsächlich am besten. Single Local Host. Ihr habt die Chance, über den Link, den ich vorhin gepostet habe, euch das mal runterzuladen. Ich spiele erstmal ein Single-Game. Auf normal, weil was anderes kann ich nicht. So. So, ich muss aufpassen, dass die Kollegen quasi nicht hier runterkommen. Ich kann euch mal zeigen, gleich was passiert, wenn da einer reinkommt. Das mache ich bei dem jetzt mal. Den lasse ich mal durch. Und jetzt kommt er nämlich oben wieder. War ganz schön wütend. Jetzt muss ich mich ein bisschen sputen hier. Okay, das war's. Ziel von dem Ding ist es quasi. Ziel von dem Teil ist es quasi, dass ich 10 Crates einsammle.
Und dann würde ich das nächste Level freischalten. Alter, Hilfe! Ist ganz schön laut hier trotzdem noch. Mach mal ein bisschen leiser bei mir. So, was ist da drin? Maschine Gun! Fuck. Oh Mann! Was ist das denn? Als ich das erste Mal alleine gespielt habe, habe ich gleich meine ersten von den 10 Stück gekriegt. So, komm, jetzt stell dich mal nicht so blöd an hier. So, geht doch, läuft doch. Läuft doch. Wie gesagt, ladet euch das Spiel runter. Ich glaube, das kann man mit 4 Leuten, glaube ich, gleichzeitig spielen. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich es richtig gesehen habe. Oh. Oh, der braucht 2. So, was haben wir hier? Aber super, super. Machine Gun. Wow. So, 10 habe ich schon. Bazooka. Shotgun. Ah. Komm, schneller. Dankeschön. Shotgun. Ah. Hilfe. Oh, das war knapp. Das ist super. Das Spiel macht Laune. Das ist echt... Es ist ein kleines blödes Spiel, ich war... Oh, Hilfe. Es ist echt ein kleines blödes Spiel, aber es macht halt echt süchtig. So, okay, alles klar. Was ist da? Weg. Ah. Wow. So. Nice. Wow, Bazooka. Dualpistolen, Bazooka. Wie kriegen wir hin? Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich auf Start drücke, das Spiel beende und nicht. Und dann zählt die Runde nicht. Scheiße. Scheiß, die waren dann. Oha. So, Machine Gun. Wow, Machine Gun. Ah, ah, ah. So, komm runter. Oh, das ist tierisch laut hier. Ich muss das gleich nochmal leiser machen. Ich hoffe, das ist bei euch jetzt nicht zu laut. Ihr müsst mir das mal schreiben, ob das so... Weil das hatten wir noch nicht angesteckt, Kastellator. Wow, oh, Bazooka. So, schön. Shotgun und Dual Pistols und eine Bazooka. Bazooka gefällt mir wieder ein bisschen mehr. Ihr seht, es gibt unterschiedliche Gegnertypen. Oh. Wow. Rander, Shotgun, in your face. So, es geht halt tatsächlich, man hat das oft, dass man sich hier tatsächlich so ein bisschen, naja, verballert. Einfach auf dem Ding, dass man halt ein bisschen zu viel ballert und weniger Kisten einsammelt, was man eigentlich muss. Das ist ja quasi nur mal das Ziel des Spiels. Wow. So, Bazooka, schön. Ah! Ja, nein! 17. 20% zu laut, etwas zu laut. Nachbessern. Ja, alles klar, ich mach dann nochmal leiser. So, jetzt bin ich wieder drin. New Area! New Weapon! New Weapon! Okay, wollen wir mal gucken. Revolver. Wow, die sind alle One-Hit. Oder die meisten. Machine Gun. Dual Pistols. Bazooka. Wow. Ah, oh, oh. So, ich würde gerne 40 Stück hier kriegen, weil ich weiß nämlich, dass man bei 40 Stück hier einen neuen Schwierigkeitsgrad freischaltet. Shotgun. Machine Gun. Ja. Okay. Flamethrower! Haha! Nice! Revolver! Putz! In your face! Ah! Haha! Schön!
Schnell wieder ran da. Dual Pistols, die sind kacke. Shotgun. So, okay. Was war das denn? Revolver. Es ist schwierig hierbei auch anständig zu moderieren. So, Dualpistolen, Machine Gun. 28 haben wir schon. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Wow, was hält denn der so viel aus? Scheißwaffe, Scheißwaffe. Oh Gott, nicht der Fette hier nach unten. Oh, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen beschäftigt. So, komm, hör auf, hör auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen wütende, der wütende ist platt. So, na, und ihr seht es, es wird hier schon schwieriger. Man muss hier, ah! Oh. So, okay, jetzt räumen wir hier mal wieder ein bisschen auf. Revolver, Shotgun. Okay, Machine Gun. 35, oh, 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 das wird gut, das wird gut, das wird gut. 37, Flamethrower, Machine Gun. Ja, schön, schön, schön. Ich glaube, das... Ja, komm, die kriegen wir doch, die kriegen wir doch. Na, aber das war's. Genau 40 Stück. Genau 40 Stück. Okay. Play this when the kids are in bed. SFMT. Wenn die Kinder im Bett sind. Und die Disc Gun. Und das Krokodil. Okay, wir gehen raus. Ich will einmal wissen jetzt, was der SFMT-Modus ist. Wow! Okay. Wow, was ist hier denn kaputt? Was ist denn mit euch kaputt, Leute? Euer Ernst? Okay, das ist ganz schön krass. Und hier muss man echt so ein bisschen... Oh, oh. Oh, Alter, finde... Ah, jetzt bin ich da selber reingesprungen. Alles klar. Ich gehe hier mal raus. Komme ich hier irgendwie raus? Ja. Pass auf, Play. Host. Port. So und so viel. Start. Ja, 4 Leute können mitspielen. Und ich weiß jetzt nicht genau... One, you, Keyboard, Gamepad. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich euch das mitteilen kann. Ich glaube, ihr braucht meine IP. Oh, warte mal, dazu muss ich bitte erstmal... Ah, nein. Es tut mir leid. Ich Zugriff zulassen. Wow, okay, es rödelt ein bisschen hier gerade. Ich weiß nicht, ob das auch im Stream sich gerade niederschlägt. Ich hoffe ja nicht. So, warte mal. Wie ist meine IP.de? Ihr müsst gleich auf Join klicken. Und dann müsst ihr bitte... Poste ich hier einfach mal ganz übel rein. Diese IP eingeben. Also ich kann das ja mal mit euch zusammen machen. Ich guck mal. So, wenn ich sage Join. Genau. Die IP, die ich euch gegeben habe. Ihr müsst jetzt quasi dann... Die 31, die 19, die 115 und die 25 eingeben. Und dann auf Connect. Ich werde jetzt einmal hosten. Das ist der Port, der da auch drin steht. 5394. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier auch was passiert. Wie sieht das aus? Schnell wieder geschrumpft. Das meiste, was ich mitbekommen habe, waren 10. Was hast du mitbekommen, liebe Echo Esche? Ach, du hast wahrscheinlich gar nicht den Port, oder? Castellato, ich meine das richtige Spiel. Castellato, wie läuft das bei dir? Ich kann es gerne nochmal posten eben. Es kann auch sein, dass ich das gleich noch in meinem Router freigeben muss, den Port. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Müsstest du mir gleich bitte einmal sagen... Moment, wo wurde ich denn jetzt rauf? Genau. Ich poste einfach nochmal den Link von dem Spiel. Moment. Freeware.
Wo sind die Adressen? Yandere Super Crate Box Together. Copy. Du kommst nicht rein, was sagt er dir denn? Hast du eine Fehlermeldung oder was ist los? Welcher Port war das nochmal? 5394? 5394. Bei wunderschöner Musik werde ich doch einmal dann kurz den Port freigeben. 5394. Es ruckelt teilweise jetzt ein bisschen, ne? Aber das ist, weil das Spiel auf ist, weil hier ganz viele Sachen sind, ich noch rede. Haha. Also, liebe Leute, die noch da sind, ladet euch das Spiel da runter. Weil das ist nämlich die Version mit dem Multiplayer. Bei Steam kriegt ihr nur die Singleplayer-Version. Moment. Heimnetz, WLAN, Internet. Internets. Freigaben. 5394 war es, ne? Ja. Ja, dann würde es das sein. Pass auf. Dann mache ich eine neue auf. Und zwar andere Anwendung. Create Box. 5394 bis 5394, den Port 5394. Ja. Richtig, ne? Ja, einmal für TCP. Ach, das meinst du. Ja, ja. So, TCP habe ich. Jetzt muss ich noch UDP festmachen. 5394. 5394. Und natürlich hier auch 5394. So, wenn ich mir jetzt nicht vertippt habe und alles Mögliche. Ach, fuck. Moment. Muss ich hier nochmal kurz was ändern. Raidbox. So. Okay. Guti. Dann sollte soweit jetzt eigentlich alles laufen. Also alle, die Zeit und Lust haben, mitzukommen, dürfen jetzt versuchen zu connecten. So. Versucht's mal. So, versucht's mal. Ihr müsstet dann eigentlich drin sein. Und wenn ihr drin seid, dann sagt mir doch einmal Bescheid. Wenn ich das hier nicht sehe. Ich bin mir ein wenig unsicher. Jo, okay. Wie sieht das hier aus? Oh, ich habe hier jetzt einmal geklickt. Es tut mir leid. Wollte ich hier nicht klicken. Castellator, ich habe aus Versehen auf dich geklickt. Das wollte ich nicht. Wie komme ich da denn weg? Irgendwie nochmal drauf klickt? Nein. Mann! Wie kriege ich das weg? Castellator, ich will es wegmachen. Ohne dich zu bannen. So, okay. Weh, Castellator. Nee, das wollte ich nicht. So, ich hab da. Der Castellator ist dabei. Der Castellator ist dabei. Wie sieht's mit den anderen aus? Wie sieht es mit den anderen aus? Wir warten noch mal kurz auf die anderen. Okay, es kommt keiner. Und vielleicht kommt ja gleich einer. So, pass auf, ich drücke auf Start. Und auf Normal. Also, Castellator. Castellator has left the game. Warum has Castellator left the game? Castellator, ich kann dich hier nicht andauernd beschützen. Das krieg ich nicht hin. Kashi, komm zurück. Castellator, ich kann dich nicht durchgängig beschützen. Komm her. Schnell, komm ran. Da kann ich nichts mehr machen. Castellator ist tot. Das ist meistens ein X. Pass auf, ich kill mich mal. Oh, wir haben Minen. Und Castellator ist leider weg. Nein, du siehst nicht lieber zu. Ich möchte jetzt, dass du mitspielst. Ich hoste nochmal.
Ich warte auf dich. Ihr habt dafür abgestimmt und deswegen machen wir das jetzt. Und zwar zusammen. Aber cool, es ist tatsächlich so. Man kann es mit 4 Leuten gleichzeitig spielen. Das schockt. Also wenn ihr gerade Zeit und Lust habt, das ist kostenlos. Da ist kein Bug-Using, sonst was. Ach so. Es kann angehen, dass da halt steht so von wegen, ja, ob man was dafür bezahlen möchte für den Download. Direkt darüber ist das Ding, nein, danke, bring mich direkt zum Download. Das ist quasi, wer möchte, kann dafür was bezahlen. So, Castellato, es geht los. Schon wieder. Has left the game. Ich kann hier nicht mehr, Mensch, Kashi. Vielleicht muss ich hier ja nochmal ein bisschen, es kann ja auch angehen, dass ich hier vielleicht einfach nochmal was anderes eingeben muss. Ich weiß das nicht. Pass mal auf, ich mach mal hier schön irgendwie total heftig irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Was ist nochmal? Ich habe jetzt mal einen heftigen Input-Delay gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum oder wofür. So, sind die anderen denn noch da? Haben wir dann noch die... Achso, du siehst lieber zu. Ah, Kashi, komm rein.